Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wir sind momentan auf der Suche nach unserem Traktor. Und ich sehe ihn immer noch nicht. Ah, da vorne steht er. Sehr schön. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, also wir haben jetzt hier für unser Feld 10, für unser neues Feld haben wir ja... Jetzt muss ich mal kurz umstellen. Oh, verdammt. Da verdürrt gerade mein Feld. Kacke. Das ist natürlich nicht gut. Ich lass mal hier kurz meinen Helfer fahren. So, jetzt müsste der auch gleich losfahren, ne? Genau. Der ist hier am Trigger angekommen. Ich glaube, die Route muss ich auch nochmal neu aufnehmen, weil... Ach, ich will ja jedes Mal sagen, okay, los! So, weiterfahren. Jetzt mal kurz gucken. Also hier kommt unser Traktor, das passt alles perfekt. Jetzt kann es eigentlich so weitergehen. Also wir könnten jetzt im Prinzip uns nur noch zurücklehnen und könnten hier Curseplay und Autocombines machen lassen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn, den wir, oder das, was wir machen wollen. Sondern... Wir canceln jetzt mal hier den Helfer. Wir wollen das ja selbst machen, weil jetzt wo nämlich endlich Curseplay funktioniert, danke nochmal an dieser Stelle an Gardarol, habe ich ja schon das letzte Mal erwähnt, macht es extrem viel Spaß, jetzt hier mit dem Mähdrescher. Ja, ich sag mal, rumzuheizen. Und dann hier Dingskirchen, hier Curseplay abfahren zu lassen. Es macht extrem viel Spaß, vor allem wenn diese kleinen Helfer auch endlich mal funktionieren. Allerdings muss ich jetzt auch gerade sagen, ich habe was Wichtiges vergessen. Und zwar habe ich vergessen, aus dem Mod-Ordner Real Night rauszuschmeißen. Das bedeutet, das ist wieder so eine abartig... Was ist? Hallo? Das ist wieder so eine abartig krasse, dunkle Nacht entstehen wird, und das ist nicht gut. Es könnte also sein, wenn wir jetzt hier in Game in Richtung in Richtung Dunkelheit kommen, dass ich da vielleicht einen kurzen Cut machen muss. Jetzt kurzer Helfer an. Weil wir hier nämlich hier wieder, hallo, den hier wieder auf die Fahrt schicken müssen. 24, eine Fahrt gibt's noch. Jetzt macht's richtig Spaß. Also jetzt, wo ich es rausbekommen habe, wie das funktioniert, es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Also man kann auch ohne den Standardhelfer irgendwie da was programmieren, zum Beispiel auch das Düngen, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, der ist voll. Abfahrer einstellen, warten am letzten Trigger. Und wir übernehmen wieder. So. Mal kurz gucken. Kommt eigentlich mein Traktor irgendwann? Weil ich habe 50% erreicht. Ach, da hinten kommt er. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn er halt so weit weg steht. Ja, was ist? Für sowas wirst du nicht bezahlt. Wir müssen hier ein bisschen so versetzt fahren. Weil nämlich da vorne ja diese Kanne ist, weil uns das ja verdorrt ist. So. Da kommt er. Ach, ist es nicht eine Wonne, dem zuzuschauen, wie er da angefahren kommt? Es ist doch total geil.
Ich find's super. So, wir fahren das Rohr aus. Sehr schön. Du bist ein braver Traktor. Das ist unglaublich, ne? Es gibt so viele Hilfsprogramme für Landwirtschaftssimulator 2013, dass man fast eigentlich nur noch da sitzt und zuschaut. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Es soll eine gewisse Erleichterung auch irgendwo geben, aber es soll einem nicht alles wegnehmen. So, und unser Traktor, der soll jetzt hier eigentlich abfahren, aber so, jetzt nochmal kurz einen Helfer. Hallo? Weiterfahren. Weil wir müssen hier nämlich jetzt abkippen. Zum Glück gibt es diesen ganzen Helfer, dass man da schnell umswitchen kann. Hab ich eigentlich? Dann muss ich auch mal gucken. So. Dann lassen wir den Helfer jetzt gerade mal hier das Weiterfahren. Und dann hoffen wir mal, dass bald unser... Mal kurz gucken. Na. Also wenn sich da unten unser Rapslager füllt, dann ist er endlich da. Hoffe ich zumindest. Hallo? Ah, da unten. Kippt er gerade ab. Sehr schön. Aber beeil dich, mein Freund, weil nämlich wir schon wieder fast voll sind. So, Ruhe ausfahren. Bei 80% sind ja keine Anfänger. Unser Feld ist hier komplett fertig, ne? Ja. Dann können wir jetzt eins tun. Ich habe den Helfer gerade eben nochmal angeschaltet. Und zwar diesen Helfer wieder reinhauen. Weil, damit unsere Felder hier wieder bestellt werden. Und fertig gemacht werden. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Seltsam. Vielleicht sollte ich doch mal pflügen, hä? Der kommt hier gerade vom Zurückfahren. Der ist voll. Kommst du? Ah, er kommt. Also, das ist echt cool, ja. Vor allem, weil das Problem ist halt, wenn man jetzt den Mähdrescher selbst fährt, dann ist es eigentlich blöd, weil wenn man dann voll ist, dann muss man entweder hier hinfahren, muss man dann entweder den dann holen oder mit dem Mähdrescher dahin fahren. Und jetzt mit Curseplay ist es halt echt eine Erleichterung. Und ich bin mal gespannt, jetzt in Hinsicht auch mit dem LS 2015, ja, wie lange es dauert oder dauern wird, bis Curseplay und die ganzen, also vor allem Curseplay, fertig ist. Leer, wir können weiterfahren. Hallo? Ah. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach Gott. So, Rohr wieder einfahren. Wo ist er? Da hinten. Also der macht halt dann immer einen Bogen um, also nicht um den Mähdrescher, sondern weg von ihm und bleibt dann sozusagen immer da stehen, wo er abgetankt hat. Und kommen dann wieder bei 50%. So. Aktuell läuft alles gut. Ich mache jetzt hier mal wieder einen Helfer rein, kurz. So, der fährt jetzt. Das passt. Hier habe ich einen Helfer drin. So, und der sät.
Das passt alles wunderbar. Also wir sind aktuell komplett dabei, wieder unsere Felder in Schuss zu bringen. Hier wird gesät. Da hinten wird gemäht. Gemäht recht. Gesät, gemäht. Jo. Bum, bum, bum. Give me the beat. Lassen wir das. Ach, wenn man halt dann auch so Möglichkeiten hat, macht es halt echt Fun, ja. Also dieses ganze Technikgedöns. Der ist auch gleich da. Da warten wir jetzt hier einfach mal. Steigen wir hier kurz aus. Ich bin der Einweiser. Ja, vor, vor. Ja, gut, 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 gut. Stopp. Jawohl. Und einmal abladen, bitte. Oh, jetzt muss ich hier mal kurz einen Break machen, weil das Telefon klingelt. Das ist extrem super. Beziehungsweise, ich muss einen kurzen Break machen. Bis gleich. So. Schön, dass man noch nicht mal am frühen Morgen seine Ruhe hat. Es nervt doch. So, der ist... Wo ist denn mein Traktor? Da ist er. Diese bescheuerte Telefon ist auch so eine Erfindung, was, glaube ich, was am besten abgeschafft werden sollte. So. Aber bevor wir uns jetzt hier... Moment, jetzt lassen wir hier gerade noch unseren Helfer das hier fertig fahren. Ich lasse mal kurz hier den Helfer das jetzt machen, bis hier das Lager sozusagen vom Mähdrescher leer ist, weil wenn ich jetzt wieder den Helfer ausschalte, dann bleibt er stehen und dann muss ich auch stehen bleiben, weil der Traktor dann immer weiterfährt und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ich werde jetzt gleich übernehmen. So, mal schauen, ob ich jetzt einen Übergang hinbekomme, ohne dass er wirklich großartig stehen bleibt. Ja, nee. Ja, verdammt, ich muss ja auch Tempomat wieder einstellen. Und weiter geht die Wille Luzi. Also ich bin ja auch der Überzeugung, dass Telefone echt die, dass ich so weit nach rechts komme. Ich denke, wir sind die Sklaven der Telefone, ganz ehrlich. Würde ich schon sagen. Weil, das ist, also, nee, mal ganz ehrlich. Wir hängen doch heutzutage nur noch am Telefon und simsen und whatsappen und, Moment. Kurz hier mal wieder die Fahrtrichtung finden. Wir simsen, wir whatsapp, beziehungsweise simsen tun wir eigentlich schon fast gar nicht mehr, weil fast jeder hat ja mittlerweile ein Smartphone mit einer Internet-Flat und da wird und hat jeder hat WhatsApp. WhatsApp, die Seuche der Nation, ganz ehrlich. Genauso wie Facebook, auch so eine Seuche. Ist es nicht schlimm? Jetzt muss ich hier nochmal einen Helfer einstellen, weil sonst kostet der mich hier nämlich Geld. Und das möchte ich nicht. So, jetzt mal schauen, ob wir. Okay, wir müssen den Helfer ausschalten. B und 2. Boah, habt ihr den Übergang gesehen, ne? Nur ganz kurz. So. Ja, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind eigentlich Sklaven unserer selbst. WhatsApp, Smartphones, iPhones. Ganz lustig finde ich vor allem, ich hatte mir erst überlegt, ob ich mir das iPhone 6 holen soll. Das Plus nicht. Also das Plus ist mir definitiv zu groß. Das ist ja abartig. Da kann sich jemand... Also ein Vorteil hat das 6 Plus... Wenn man mal ausgeraubt werden sollte, kann man den Typ, der einen, oder heutzutage gibt es auch Frauen, die einen überfallen, kann man den einfach mit dem Handy totschlagen, ja. Aber ich musste so lachen, also das iPhone 6 ist ja auch schon relativ groß, also das ist mir eigentlich ist mir das schon zu groß, also ich habe mich jetzt, ja, ich habe ein iPhone 5 vorher gehabt, bevor jetzt das 6 herausgekommen ist. Und habe mir dann jetzt das 5S geholt, weil im Prinzip, sind wir mal ganz ehrlich, das 5S oder das iPhone 6 ist ja im Prinzip nichts anderes als das 5S in einem neuen Gehäuse. Und warum kommt mein Traktor gerade da oben nicht? Hallo?
Und ich habe mich jetzt einfach dafür entschlossen. Ah, er fährt los. Es war etwas spät, aber hey! Im Prinzip ist ja das 5S nichts anderes als das 6er, plus das 6er ein neues, stylisches Gehäuse hat, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich das Rohr vergessen und wir stehen. Schön. Nur weil du da oben nicht gekommen bist, hey. Und ich habe zwar einen Vertrag, mich hätte aber dann allein schon das 6er, hätte mich 16 GB, hätte mich glaube ich 100 Euro gekostet oder so. Gut, ist jetzt für manch einen, sagt er, oh ja, mein Gott, mach dir ein Geschiss. Aber ganz ehrlich, mir war es das nicht wert. Also mir war definitiv diese 100 Euro war mir dieses iPhone 6 nicht wert, weil Apple einfach nichts Neues bringt oder nichts Neues gebracht hat. Und dieses Slow Motion, ja toll, mit dem iOS Update auf dem 5S oder auch auf dem 5er kann meine Kamera jetzt auch Slow Motion. Und ich meine, wie oft mache ich Slow Motion, also, ne? Aber nee, also ganz ehrlich, mir war es das Geld einfach nicht wert. Und deswegen habe ich mir das 5S geholt. Ich bin glücklich. Was ist denn jetzt? Ach, der ist voll. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann lasse ich mal. Ja, also mir war es einfach nicht wert. Das Rohr können wir eigentlich gleich draußen lassen, weil wir sind eh gleich wieder voll. Mir war es das einfach nicht wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen die Entscheidung fürs 5S. Und ich musste dann so lachen, als dann die ersten Beschwerden kamen, es würde sich biegen und sonst irgendwas. Gott, ich hab so ein Lachflash gekriegt, weil ich gedacht hatte, das kann nicht sein. Vor allem, das spiegelt halt irgendwie so die Situation von Apple irgendwie wieder. Weil, ja, beim 5er, beziehungsweise 5S, ne, ich glaube, beim 5er war es das, da gab es ja schon von Anfang an die Probleme, dass er irgendeine Fräse in der Produktion kaputt war und das hat Apple nicht gemerkt. Und dann gab es ja iPhones, die ausgeliefert wurden, die einen Schaden hatten, weil die Fräse da irgendwie was beschädigt hat und lauter so ein Kram. Ja, und das zieht sich ja seit dem iPhone 5 zieht sich das ja echt durch. Jetzt auch wieder iPhone 6, es verbiegt sich in der Hosentasche, aber es sind ja nur 7 Beanstandungen. Aber so wie ich mich kenne, hätte ich das iPhone 6 gehabt, hätte sich meins wahrscheinlich auch umgebogen. Und das sind einfach so Sachen, die gehen gar nicht. Die gehen meines Erachtens einfach nicht. Was macht denn der jetzt? Ah, okay. Das sind halt so Sachen, für den Preis oder für das Geld, was ein iPhone, also wenn ich jetzt keinen Vertrag hätte, ja? Wenn ich jetzt keinen Vertrag hätte, was mich das iPhone kostet, ja, wenn ich mir das ganz große holen würde, ich glaube, es kostet 800 oder 900 Euro, ja, da kann ich ja auch ein bisschen, da kann ich ja auch erwarten, dass sich mein iPhone nicht verbiegt, oder? Also mal ganz ehrlich. Und das sind halt so No-Gos, ja. Und ich finde halt, seit Steve Jobs, Gott hab ihn selig, damals gestorben ist, läuft's irgendwie meines Erachtens bei Apple überhaupt nicht mehr richtig. Also keine wirkliche neue Innovation, ja. Gut, vielleicht kann es auch einfach dran liegen, dass, ja, was kann man denn Neuartiges bringen? Aber ich finde halt, dass das neue iPhone 6 sehr stark einem HTC zum Beispiel ähnlich sieht, ja. Also das ist, also die sind, ja, weiß nicht. Ja, vielleicht entwickelt sich das auch jetzt auch mittlerweile mit Apple so weiter, dass diese Designs halt immer mehr jetzt sich anpassen. Also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Autos anguckt, bei Autos ist es ja genauso, ja. Bei Autos sehen ja auch viele Autos ziemlich ähnlich aus. Früher gab es da noch markante Unterschiede zwischen Mercedes, BMW, Audi. Aber es gibt so viele Autos, die sich so ähnlich sehen. Also, vielleicht ist es auch ein neuer Trend, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, meine Meinung ist, es ist unnötig, sich das iPhone 6 zu kaufen. Wenn man natürlich total geil drauf ist, zu sagen, oh, ich habe ein iPhone 6, mein Schatz. Ja, also, wenn ich da einen Ständer von krieg, gut, dann hole ich mir das iPhone 6. Aber im Prinzip, nee, also mir war das Geld nicht wert, weil es nichts
Innovatives Neues kann. Und wer sich die Preview von Alexi Bexi hier auf YouTube auch mal anschaut, der wird auch sehen, er war auch nicht begeistert, ich bin nicht begeistert, also, ja. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Und mit diesem Gequassel fahren wir hier dann unseren Mähdrescher wieder ab. Unser Mähdrescher steht jetzt einfach da, weil... hallo? Ah, schön. Da hat sich mal kurz eben mein Landwirtschaftssimulator aufgehängt. Also, wie gesagt, es muss jeder für sich entscheiden. Ich benutze ein iPhone, weil es einfach ist und praktisch, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es nicht als Prestige. Also ich fahre auch kein Mercedes oder sowas. Ja, ich brauche ein Auto, damit ich von A nach B komme. Mehr interessiert mich eigentlich nicht. Trotz alledem, Dankeschön. Wir sind schon wieder am Ende fürs Zuschauen hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ah, ich dachte eben schon, mein Mähdrescher fängt sich an zu bewegen. Was machst denn du jetzt? Warum fährt denn weiter? Mit dieser Situation sage ich einfach Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zur Landwirtschaftssimulator 2013. Und viel Spaß noch und ciao.